What's up, Party People? Willkommen zu Teambuilding Nummer 9 in der NPBL. Jo, diese Woche geht's gegen den werten Shadarek. Und wer genauer aufgepasst hat und weiß, was wer so ein Teilnehmerfeld drin ist, dieser Liga, dem fällt vielleicht auf. Jo, der war auch gar nicht am Anfang im Teilnehmerfeld drin. Jo, der werte Shadarek ist nämlich für den guten alten Ox, den wir ja schon aus der UET sehr gut kennen. Reinkommen, nachdem Ox Probleme im Internet hatte und teilweise eben auch die Kämpfe verpennt hat, whatever. Man kennt es ja nicht anders, ne? Auf jeden Fall. Es schaut euch jetzt der Gegner, eigentlich hätten wir jetzt eben gegen Ox gekämpft, wenn wir wieder das alte Rivalen-Match gewesen nach 30. UIT. Und sein Team besteht aus Servomännlich, Terrakium, Gengar, Fruyal, Wurma, Tandrak, dem Pampuli heißt's, Flunkifer, Togekiss, Vulnona in der Alola-Form, Voltenso und Gaunox. Gaunox irgendwie bisher auch schon so in 8 Teams so gefühlt drin gewesen, aber irgendwie hat's niemand mitgenommen. What the fuck? Ah, auf jeden Fall. Wir sehen hier ein sehr starkes Team, auch eins, vor dem ich sehr viel Angst vor der Prep jetzt habe. Oder hatte. Mein Team ist ja fertig gepreppt so. Und ja, ich bin nebenbei auch noch am Monster mit Turby traden. Der hat mir mein Team gegen, so wie letzte Woche schon gegen den werten Zane. Denn letzte Woche gegen Zane haben wir unseren Marcel. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen kacken Namen ausspricht, ganz ehrlich. Marcel, okay. In Marcel haben wir unseren ersten Win geholt, diese Season. Was ziemlich geil war. Jo, jetzt muss ich halt schon sagen, jetzt gewinnen wir halt die Season, ne? Also. Und letzte Woche hat übrigens Herbie dann auch gegent. Das war deswegen. Auf die Vorzeichen achten hier. Ne, jedenfalls, er hat ein sehr starkes Team. Mal wieder sehr wohl. Hatten wir bisher noch nie in dieser Liga. Nothing to say. Ah, ich habe echt keinen Bock mehr, das Ding zu bauen. Aber, ja. Na, nehmen sehen wir Terrakium. Terrakium kann sehr gefährlich werden. Da kann sich ja selbst seinen Attack Boost holen mit seinem Step-Kampf, wenn er Dynamaxt. Hab mit 108 auch einen sehr ordentlichen Max-Speed. Sehr ordentlichen, Speedbase-Wert, wenn man bedenkt, dass unser schnellstes Mon 150 hat. Mein Kader ist nicht der schnellste. Aber trotzdem speedtimen wir mit dem schnellsten Mon im gegnerischen Kader. Und das ist Gengar. Aber erstmal noch zu Terrakium. Der kann auch sich den Sandsturm rausholen und damit seine Spätzle boosten. Der hat auch sehr guten Bulk. Also der wird sehr schwierig aufzuhalten sein, wenn der Dynamaxt. Genauso wie Gengar. Auch schwer aufzuhalten wird. Der ist gleich schnell wie Psyana. Heißt, ich muss irgendwas scarfen. Oder eben mit Psyana ordentlich Druck aufbauen, damit Gengar nicht abgeht. Und ich habe unfassbar Angst vor diesem Gengar. Muss ich definitiv sagen. Das Ding ist arschgefährlich. Vor allem, weil der eben wie Terrakium auch mit seinem seinen primären Angriffsstatus, in dem Fall den Spezialangriff boosten kann. Zusätzlich mit Geist, was waren das nochmal? Sorry, das habe ich ja nicht ganz im Kopf. Der Dynaspuk heißt der, glaube ich, ne? Dynaspuk senkt die Verteidigung. Okay, aber das bringt Gengar jetzt nicht arg viel, das ist schon mal positiv. Trotzdem schwierig. In dem Fall sehen wir Fuyal. Und bei Fuyal ist das Problem, der hat diese Fähigkeit namens Majestät. Majestät blockt Prio-Attacken ab. Und das halt nicht nur auf Fuyal selbst, sondern auch auf seinen Mate. Vielleicht zum Beispiel zu Beerus ist schon mal ein bisschen außen vor. So wie Überrumpler auf Libeldra, wobei das eh schon ein bisschen ist wegen Psychofeld und so. Auf jeden Fall schwierig. Sehr, sehr schwierig. Gleich hat das Ding noch 120 Angriff. Übrigens Gruß an den werten Adrian, aka Karma, dessen Lieblings-Pokémon ja Fuyal ist. Mein guter SML-Mate. Jo, auf jeden Fall Fuyal auch sehr ordentliches Mon. Vor allem kann der auch spinnen, wenn ich theoretisch Bock hätte, die Geröllform von Kamaim zu spielen, der Dynamax. Oder eben kann er auch zusammen die Aromakur und so. Kann sich auch selbst heilen mit Synthese. Ist eklig. Next One ist Wummer. Und ich bin ein sehr großer Fan von Wummer. Ich mag den sehr gerne als schon wegen dem Namen Wummer. Klingt einfach geil.
Ja, und der hat erstens die Megawumme. Oder er hat einfach die Megawumme. Da hat er noch irgendwie 60 Speed oder sowas. Also ist zwar nicht vielleicht der schnellste, aber kann abräumen. Ja, hat er noch eben seine ganzen Megawumme-Moves, wovon einer die Heilwoge ist. Und falls ihr nicht wisst, was Heilwoge macht. Heilwoge ist ein Move, der stabile 50% von dem Mon heilt, auf das du eben den Move einsetzt. Vorher kann man damit einfach mal sein Mon, den Mate hochheilen. Zusätzlich, mit Megawumme wird Heilwoge zu einem Move, der 75% heilt. Und ich weiß nicht, wie es in der Dynamax ist, aber wenn es in der Dynamax auch 50% heilt, das ist anderthalbfache von dem, was das Mon normalerweise an KP hat. Das ist sehr schwierig, dagegen zu wirken. Also, der kann auch sehr gute Arbeit machen. Allgemein muss ich sagen, ob hier bei Shadarek sehr viele Mons, die man theoretisch mal Dynamaxen kann. Das nächste ist genauso eins, und zwar Tandrak. Tandrak mit Anpassung und einem Draco-Meteor in der Dynamax. Ich glaube, außer Togetic kommt in meinem Team kommt da nichts rein. Selbst den Tandel wird davon wahrscheinlich mies fressen. Man kann in Tandel nicht so viel in Tandel machen, was eigentlich dann wieder ganz ordentlich ist. Aber der macht halt trotzdem Work. Vor allem, weil der auch mit so Sachen wie dem Düna an mit dem Düna-Drachenangriff dann den Angriff senken kann. Mit dem Düna-Giftangriff kann er seinen Spezialangriff weiterhin boosten. Und da wird er halt noch gefährlicher. Folglich auch ein Mon, was hier unfassbare Work machen kann. Man merkt vielleicht schon, ich habe unfassbar Schiss vor dem Kader. Also wahrscheinlich bin ich das Matchup, was ich bisher am ethischsten finde. In der ganzen Season. Und warum das so ist, da komme ich gleich noch drauf. Erstmal will ich noch den Kader kurz durchgehen. Da im T4 sehen wir Papuli. Papuli wahrscheinlich eher eins der schwächeren Mons im Kader. Ist aber ordentlich, der kann rocken, was jetzt vielleicht nicht so oft vorkommen wird, aber trotzdem kann man es mal machen. Kann EQ spammen. Hat dann auch sein. Hat er schon Body Press? Ich glaube ja, oder? Weil dann kann er mit so. Mit seiner Fähigkeit auch ordentlich austeilen. Ne, kann auch kein Body Press. Okay. Aber kann Geo Fissure. Dem ich will dann natürlich dann wieder hitten. Nachdem das Vor ja nicht so Bock hatte. Jo, auf jeden Fall, der kann auch zum Spiel gehen. Ne, Gainer kann er nicht. Ich hab grad tatsächlich gesehen, aber kann er nicht. Und ja, ist halt Pampuli. Der ist sweet. Und dann ist noch Flunkiefer. Flunkiefer vor allem dadurch, dass es Bedroha hat hier recht eklig, weil ich habe einen recht physischen Kader. Zum Großteil. Oder drei meiner besten oder drei meiner offensiven Monster halt physisch. Das sind Kamalm, Libeldra und Jacozoid. Meine beiden anderen Offensiven sind Psyana und Rammert. Und ja. Drei davon kann der halt mit Bedouin auch gut hitten. Sache ist bei Flunkyfahren auch noch, dass der mit Stahl 4 einen der besten Defensive-Typen hat. Der hat, glaub, zwei Schw Das Taming hat, glaub, zwei Schwächen. Irgendwie 15 Resistenzen. Dann irgendwas. Oh ne, so viel waren es nicht. 13 Resistenzen? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall unfassbar guter Defensivtyp. Und kann eben auch viele Monster mit dem Team sehr effektiv treffen. Der hat ja auch die ganzen Strahlenattacken, also Donner bis Flammenwurf, Eisstrahl, das trifft schon unfassbar viel. Vor allem, weil er damit jetzt auch eben auch den Tantel hitten kann. Der kann auch so Sachen wie Steinhagel gegen meinen Rammert. Hat einen Feenattacken, kann Stahlattacken, der hittet mein komplettes Team. Also wirklich, der kann mit der richtigen Coverage mein komplettes Team hitten. Ich glaube, sogar mit vier Moves müsste es hinkommen. Irgendwie Eisstrahl hittet bei mir schon sau viel, dann Flammenwurf noch dazu, Gesteinsattacke und was um Landhund zu hitten. Das triffst du bei mir im Team schon fast alles. Oder halt noch Delsin, die triffst halt Landhund nicht, aber dafür halt Gyarados und Jutesto und Zubiris. Ja, so wie immer. Jo, Togekiss. Ich will nicht gegen Togekiss spielen. Erstens kann Togekiss so ein Kack-Supporter sein. Bah. Zweitens kann Togekiss offensiv sein.
als Dynamax-Mon. Noch mehr. Und drittens, Paraflincher. Wenn du das machst, gibt's Nackenklatscher. Dann gibt's wirklich Nackenklatscher. Wenn wir uns irgendwann mal sehen, gibt's Nackenklatscher, das weißt du. So, ja. Also, ich will nicht in Turkish spielen. Weil all drei Sachen sind eklig. Vor allem, ich komme gleich noch drauf, weil das Mon, über das ich noch reden wollte, kommt gleich noch. Jetzt haben wir Vulnona. Vulnona ist schneller als mein ganzes Team, außer Psyana. Und halt Gyarados, wenn ich auch ein Toxicroak drauf spiele. Das ist ein gutes Set. Ja. Vulnona hat den Aurora-Schleier. Und durch Hagelalarm, was es ja als Fähigkeit hat, kann es den Aurora-Schleier dann auch direkt aufsetzen. Und Aurora-Schleier ist ein Lichtschild und Reflektor gleichzeitig. Ah, das ist eklig. Wenn, vor allem, wenn da noch irgendwie Dynamax dahinter ist, dann kommst du da sehr schwer ran vorbei. Sehr, sehr schwer. Folglich muss man irgendwie gucken, wie man gegen dieses wo man vorgehen kann. Nächstes Mon ist Voltenso. Und das ist das Mon, worüber ich reden will. Denn die Sache ist, welches ist unser offensiv bestes Mon so in den letzten paar Kämpfen gewesen? Damit dürft ihr raten, es war Lectagon. Jetzt schaue ich mir das chinesische Team an. Wir haben zwei Feen mit Spotlight. Eine Fee, die mit beiden Steps sehr effektiv hittet. Aurora schnell aufsetzen kann, schneller ist. Und dann noch einmal mit Blitzfänger. Lectagon wird von diesem Team absolut ge. Was, wie soll man es am besten? Die drei Fairies geben ihm schon mal massivst Schwanz. Und, sag ich mal so, Dracozar hat schon einen massiven Schwanz. Aber da kriegt er noch mehr. Und dann kommen noch Voltenso dazu. Und dann ist jedes Loch voll. Um es mal so zu sagen. Dann ist jedes Loch voll. Ja. Also, Dracozar mag das genetische Team absolut nicht. Er ist noch Gaunox, wie gesagt, ich weiß nicht, warum jeder Gaunox gepickt hat. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ist, damit man sich auf Unburn preppt, aber. Ich habe mich jetzt nicht groß auf Gaunus gepreppt, weil ich den einfach nicht sehe. Der hat nicht wirklich krassen Spezialangriff, der hat nicht wirklich krasse Init. Der ist halt eher, wenn er Unburn aktiviert, so ein Support-Mon. Vielleicht macht das ja auch so wie Marcel und spielt das Ding einfach komplett ohne Item, weil er denkt, dass sich Entlassung trotzdem triggert, aber ja, lass mal's. Jo, jetzt sind wir bei knapp 12 Minuten und dann kommen wir mal auf mein Team. Mal rüber. Und da seht ihr es. Ich habe wieder vergessen, die Animation umzuschalten. Ich habe legit keinen Bock, nochmal hier alles abzubrechen. Weil ich den Kampf jetzt eh in den nächsten paar Minuten anfange. Geil. Nicht eigentlich, dass ich das nicht nach dem Kampf machen will. Ja, aber auf jeden Fall gehen wir jetzt durch. Jetzt haben wir Team jetzt schon. Also, gehen wir mal von links oben nach rechts unten durch. Wir haben zuerst Libeldra. Libeldra mit dem frechen Wesen mit Erdbebenstein, Kanäle, Feuersturm und Kehrtwende. Jo. Erdbebensteinkante hätten wir so ziemlich. Also ist halt Edgequake, man kennt's. Mit Feuersturm treffen wir eben auch noch Sachen wie Fruyal oder ein vielstetiges Flunkiefer. Oder auch Vulnona. Weshalb Feuersturm die Preferred Coverage war. Und mit Kehrtwende können wir eben auch ein bisschen Switch Advantage aufbauen, die wir in diesem Kampf brauchen können. Den Wildschall brauche ich, weil dieses Mon Banded Terra aufhalten soll. Ich habe ja vorhin schon gemeint, dass ich gegen ein paar Mons Probleme habe. Terra, Gengar und Togekiss sind die drei größten Probleme im gegnerischen Team. Gegen all drei muss ich irgendwie eine Antwort finden. Kamal macht alles recht gut davon. Aber ich will mich nicht nur auf Kamal verlassen, weil wir in den letzten Spieltagen schon oft genug gesehen haben, wie sich Leute gegen Kamal gepreppt haben. Und auch gegen Dracozolt. Aber vor allem gegen Kamal war es ja öfters so, dass der komplett gefistbumpt wurde. Folglich, nein. Will ich nicht. Jo, ja, dann, wie gesagt, Wahlschal. Wir sind auch schon als Gengar, den wir dann auch eben wegziehen können. Wir sind auch schon als Tandrak. Problem ist leider bei Libeldra, der nur Erdbeben kann und keinen anderen physischen Bodenmove, der andersweise so stark ist. Wie das Spiel die Pferdestärke. Denn deshalb
muss ich, jetzt habe ich immer beide Monster im gegnerischen Team. Heißt, die Stärke wird gesplittet. Und ich treffe auch immer meinen Mate. Was, wenn es zum Beispiel jetzt Philippa ist, nicht so schlimm ist, aber wenn der jetzt zum Beispiel Kamaim steht, will ich nicht unbedingt im Erdbeben drücken. Außer ich spiele jetzt irgendwie Weakness Policy oder so. Können wir machen, aber ist mir dann noch ein bisschen zu risky. Weil ich durch jeden mein eigenes Mon anschippen will. Jo, noch irgendwas? Ich glaube nicht. Next one ist Psyana. Und Psyana ist so ein bisschen die Geheimwaffe in dem Kampf. Erstens, wir sind ja im gegnerischen Team zwei Mons, die auf Psycho-Attacken reinkommen. Drei Mons. Eins davon ist Gaunux, was ich wie gesagt kein Stück sehe gegen mich. Falls doch, ist es ein Free-Slot, finde ich persönlich. Ja. Kann auch sein, ich bin mir jetzt mit zersiebt wert im Kampf, aber ich sehe den nicht. So, erstmal ist Funkiefer. Und ich habe jetzt nicht so Angst vor Funkiefer, vor allem weil ich in diesem Kampf hier war, dass es Psychofeld draußen sein wird und deshalb so ein Tiefschlag Psyana eh nicht hättet. Und dann ist er noch Servo, den ich eh brauche, weil wir hier die Flächenmacht spielen. Wir machen es wie gegen Kentakio, wir spielen Flächenmacht auf unserem Psyana. Vor allem, weil Psyana eben dieses Team unfassbar unter Druck setzt, wenn Psychofeld draußen ist. Dann spielen wir noch den Schaufler. Dann lerne ich vielleicht schon warum. Wir spielen Schaufler, um hier Dynamax-Runen auszustallen, weil ich mir vorstellen kann, dass ein Gengar vielleicht mal ja einen Spezialangriffs Angriffsdrops auf Psyanas Nacken verteilt. Death-Drops auf Psyanas Nacken verteilt. Und das wollen wir nicht machen. Das heißt, wir setzen Schaufler ein und sind da erstmal fein raus. Hauptsache, geht's dann nur, wenn Gengar, wenn wir das Spiel gewinnen. Aber wie immer ein bisschen auf unser Luck. sagte er. Nee, wir müssen halt vertrauen, darauf hoffen, dass wir das wieder gewinnen. Oder wir machen es eben so: Wir bringen mit unserem guten alten Pelipper den Rückenwind raus. Aber bleiben wir noch bei Psyana, wir spielen nämlich schon Psychobeißer. Und Psychobeißer spielen wir ja eigentlich nur, weil ich erstens keinen Bock auf Aurora Whale habe. Und zweitens, weil ich außer auf Jotesto keinen anderen Move habe, um Schilde zu brechen. Außer ich will Default auf Pelipper spielen. Und das will ich nicht. Weil kann Pelipper in dieser Gen überhaupt. Noch, kann der überhaupt Defog in der Gen? Kurz gucken. Nope. Kann auch, wie gesagt, kein anderes Mon in meinem Team. Und ja. Ich habe kein Mon bei mir im Team, was im VGC Defog spielen kann. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja, deshalb muss ich jetzt hier mal auf den Psychobeißer gehen. Und jetzt spielen wir noch den Lichtschild. Und den spielen wir eigentlich nur, damit wir hier vielleicht mal ein bisschen auf unsere spezielle Defensive aufpassen können. Gegen Turkis, gegen Vulnona, gegen Tandrak und gegen Gengar und natürlich auch gegen Voltenso. Wobei der jetzt nicht so das große Problem ist, weil wir eben auch keine. Wie ihr schon seht, wir haben Jakusot nicht dabei. Wir haben den Starplayer nicht dabei. Einfach weil der Familienteam schon komplett gefistet wird. Auch Terrakium das Spiel ist so ein Mon, was halt Dracozolt easy überfährt. Das hast du aber schon mit Famigura gesehen, was passiert, wenn ein Mon schneller ist und Bodenattacken hat. Es tut weh. Es tut einfach nur weh. So, dann kommen wir jetzt mal zu Pelipper. Und Pelipper hat den Rückenwind. Rückenwind könnte sehr praktisch sein. Eins schon für Psyana. Aber auch für andere Mons. Wir sehen unten in der Mitte schon eins, was ja auch vom Pelipper ein bisschen, vom Rückenwind ein bisschen was abhaben will. Orkan Siedewasser, einfach um ein bisschen Damage beim Metern drücken zu können. Wir treffen damit alles normal effektiv, soweit ich weiß. Aber ich zum Beispiel in einem Voltenso so da nicht drin bleiben will und so, aber da, ja. So. Und dann spielen wir noch den Rundumschutz. Denn dieses Pelipper soll trotz dessen, dass es die Niesel rausholt, nicht nur Kamaim supporten, sondern auch Ramot supporten. Denn wir haben hier drei Monster bei, mit denen ich Dynamaxen könnte. Theoretisch vier. Und die sind Ramot, Kamalm und Libeldra. Je nachdem, mit welchem Mon ich hier Dynamaxen will, habe ich den nötigen Support. Theoretisch. Und jedes von diesen Mons kann überragend von Pelipper supportet werden. Denn Rundumschutz blockt ja nicht nur den Steinhagel für meinen Ramot, sondern auch zum Beispiel den Blizzard von Volona für mein Libeldra. Der zum Beispiel mit einem Dynamax Feuersturm, das wohl mal weghauen kann und die Sonne rausholt, damit eben auch Pelipper zum Beispiel nach einem Freeze-Dry in der Sonne überleben kann.
Also allgemein irgendwas Lautes fällt gerade draußen vorbei vor meinem Fenster. Ich weiß nicht was. Oder können auch Helikopter sein. Mach den Heli. Anyway, wie geht's nochmal? Mach den Hub, Hub, Hub. Mach den Schaber, Schaber, Schaber. Mach den Helikopter. Ah, ich hasse die ganze Ballermann-Musik, eh das Schlimmste, was existiert, ganz ehrlich. Warum kenne ich die Scheiße überhaupt? Nee, auf jeden Fall. Ich sag viel zu oft auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin's, ne? Kommen wir zurück zu Pilipper. Pilipper. Wir spielen Focus Go noch dazu. Damit wir halt einen Gliederschmuff überleben und dann noch den Rückenwind eben safe rausholen können. Ja. Sehe ich ja auch schon fast alles. Next one ist Kamalm. Und Kamalm ist hier so ein bisschen. War der letzte Woche dabei? Ich glaube, war letzte Woche nicht dabei, oder? Ich war irgendwie sehr nicht dabei, ne? Weil ich keinen Bock auf den niederschen Regenchor. Jetzt ist er wieder dabei. Und wir in aller Pracht mit Full Offense. Wait, habe ich da irgendwie das falsche Wesen drin? Ich glaube nicht, oder? Ich dachte eigentlich, ich hätte heute mal alles richtig gehabt bei meinen Graphics. So, der falsche Ordner hier bei Shodown. Ne, es spielt ein frohes Wesen. Um Mischa zu sein als, lass mich nicht lügen, Fuyal. Ich glaube, es muss Fuyal sein. Wir spielen ja auch All-Out-Attacker-mäßig mit Aquadurchschuss, Kopfstoß, Vierhänder und Pferdestärke. Ich will hierbei nochmal erwähnen, unfassbar not badass Kopfstoß klingt. Das klingt unfassbar kacke. Also, Head Smash, Kopfstoß. Head Smash, Kopfstoß. Head Smash, Kopfstoß. Es sieht irgendwie so kopflos in Schwächer. So, what the fuck? Man heißt es nicht irgendwie Schädelramme? Das wäre echt der Name, so. Auch wenn es ein bisschen ja nah an Schädelwumme wäre. Oder Schädelkinnhaken. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ja, ich laber schon wieder einfach nur den größten Dreck meines Lebens. Das ist absolut krank. Jo, Aquadurchstoß haben wir hier dabei, um selbst den Regen rausholen zu können, wenn wir so schon mal mit dem Kopfschutz auch mal den Sand rausgeholt haben und Pilipper vielleicht schon tot ist. Oder wenn Pilipper gerade mal keinen Bock hat, rauszuwechseln und wieder reinzuwechseln. Jo. Dann spielen wir noch den Vielender, um ihn in den Spezialangriffswerte zu droppen. Was zum Beispiel sehr gut sein kann gegen Servohl, weil Servohl ja auch sehr effektiv vom Fielender getroffen wird. Gegen Fuyal, weil ich Fuyal einfach weghaben will. Und allgemein halt gegen Mons wie Gengar oder Tandrak, wobei ich für die dann ja eh die Pferdestärke vorgesehen habe, mit der wir unsere Spitze versteuern können. Zusätzlich habe ich dann auch für. Also wir haben hier sehr viel, um Kamalm speziell Defensive zu boosten. Wir haben den Fehlender, um die Spezialtech zu senken. Wir haben Pferdestärke, um die Spezialtech zu boosten. Und wir haben Kopfstoß, um Sandsturm rauszuholen, um damit die Spezialtech zu boosten. Aha! Ja, oh. Ja, und damit hätten wir das komplette Team sehr gut. Ich glaube, wir treffen so alles effektiv. Oder bin ich? Wir treffen alles im dänischen Team sehr effektiv. Dab. Folglich, wir können hier eigentlich sehr gut All-Out-Attacken mit Kamalm. So soll es eigentlich ja auch sein, ne? Ja, dann kommen wir jetzt zu Ramot. Und Ramot ist so ein etwas speziellerer Fall. Wir spielen hier kein Setup, weil Mons wie Gengar mit Taunt oder allgemein auch so Sachen wie Terrakium da halt reinkommen und dann sagen, jo, ich bin Gengar, fick dich. Wir spielen über die Charlieberry und das Schutzschild. Denn mit diesem Ramot überleben wir. Choice Bandit Steinhagel. Choice Bandit Steinhagel, wenn wir Dynamax sind. Durch die Charlieberry. Überleben hinterm Schutzschild. Dynamax Steinattacke mit Stärke 140. Oder ich glaube so 150. Dann der Charlieberry hinterm Schutzschild. Wenn wir den Rückenwind draußen haben, sind wir safe schneller als dieses Terrakium. Können wir mit Dynapsychokinese sowas von an die Wand ficken. Das ist ja nicht mehr jugendfrei. Auf jeden Fall, Ramot kann hier im Rückenwind unfassbare Work machen. Wenn du selbst die Sonne rausholst, um dadurch den eigenen Flammenwurf ein bisschen zu stärken, aber das ein bisschen kontraproduktiv für Kamalm ist, ist einfach ein bisschen schwierig, weil Ramot sehr gerne Sonne hat und Kamalm sehr gerne Regen. Das ist. Müsst ihr damit ja aufteilen können. Sind so komplett behindert, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall, Ramot, der kann hier sehr gut Work machen, aber ist auch risky. Und letztes Mal ist dann Tintandel.
Und diesen letzten Slot hatten innerhalb meiner Teambuilding-Phase vier verschiedene Mons. Lantor, Togetic, Zubiris. Nee, so fünf. Jutestu war auch eine Zahl dann da. Also ich habe mich mit dem Team mal geplant, so außer Geradax. Apropos Geradax, der wird nächste Woche ausgewechselt. Freut euch, was es wird. Wobei es wahrscheinlich Marcel, der Bödmann, das wieder Richtung Mittwoch dann auf dem MPBL Twitter-Account, dem ihr natürlich auch folgen könnt, ankündigen wird. Jo. Ich sag mal, so viel ist ein kleines Vögelchen. Und es ist nicht Natu. Ja, also auf jeden Fall, jetzt haben wir Tintante. Auch das Verfahren bei Lantern, den hat zu viele Boden-Moves. Und da ich Lantern nicht mit zwei Anti-Bären spielen will, und ich mit zwei Anti-Bären spielen kann, gegen Pflanze- und Bodenattacken, ist ein bisschen kritisch. Das ist, für Tintante haben wir extra schon mit Pilipper quasi eine Anti-Bäre dabei, mit dem Regen. Oder auch mit Karmine, wenn er den Regen rausholt. Was sehr cool ist. Gegen Togetic hat er sich durchgesetzt, weil Togetic mir zu passiv war für das Matchup. Und der auch gegen Mons wie Tandrak, Gengar, Tracium oder Valtenso echt schlecht aussieht. Oder auch gegen Zubat. Zubiris fand ich dabei wegen Psychofeld. Jutesto war, wie gesagt, auch kurz kurzzeitig überlegen, aber hab ich die drei Feen und den Psycho-Spammer gesehen und hab mir dann so, nee, lässt du. Und dann war eben noch die Tante übrig. Und Tante hat zwei Sachen. Zwei Schwächen, von denen ich beide upweaken kann in einem Set. Und das mit nur einer Antibeere. Und den Gyro-Ball, womit ich Togekiss und Terrakium, die beide Tiere Steine maxen können, oder auch Gengar, der auch Tiere Steine maxen kann, sehr guten Schaden drücken kann. Zusätzlich haben wir noch die Egelsamen, die wir auf den Dynamics draufwerfen können, um uns schön noch ein bisschen hoch zu sein. Haben auch Schutzschild zum Egelsamen ausspammen. Ausspammen, nicht ausstallen, ausstallen. Donnerwelle, um so wie letzte Woche Dynamax uns ein bisschen zu crippeln. Was mal sehr praktisch sein kann. Dynamax Points crippeln ist immer eine gute Sache. Jo, und das Schutzschild eben, um mal welche Dynamax-Moves abzufangen. Oder um Egelsamen zu stallen. Auch wenn ich als erstes Egelsamen die falsche Farbe gegeben habe, das muss ein bisschen heller ist. Grün sei ähnlich wie beim Spezialdefensivwert. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist unser Team für den Kampf, der morgen ankommt. Und zwar um. Ich schaue wieder bei dem Kampf, so muss das. Es ist um. Was ist mit dem Dokument rein? Ach du Kacke. So, Spielplan. Gruppenphase. Wir spielen um. Also, da kann man um 14 Uhr. Also, ich glaube, das Team mit dem wird auch etwa zur gleichen Zeit kommen. Folglich freue ich drauf. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen beim Kampf und dann danach entweder bei dem Video nächste Woche oder eben spätestens wieder beim Teambuilding oder beim Kampf gegen den guten alten Eve. Die mir eigentlich gute Erinnerungen haben aus dem UET, aber das war noch Singles. Singles kann ich wenigstens spielen, ne? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und bye bye.